Guten Tag, Herr Mills. Ich freue mich sehr, dass heute unser Zoom-Gespräch geklappt hat, dass wir uns jetzt gegenüber sitzen, über die Landesgrenze hinweg. Herzlich willkommen. Danke, gleichfalls. Ja, ich habe gerade gesagt, dass mein Mann noch mal schnell nach Hause gejoggt ist, um das Buch zu holen, weil wir sind gerade von der Mittagspause gekommen. Und ich freue mich schon sehr, mit Ihnen darüber zu reden. Und Sie merken, ich habe viele Zettelchen reingeklebt und unglaublich viele Notizen gemacht. Und das spricht immer für ein Werk. Danke. Ja, ich bin wirklich sehr begeistert. Und damit ich jetzt auch unsere Zuschauer noch ein bisschen für Sie begeistern kann, möchte ich kurz was vorlesen über Sie, wer Sie so sind, und dann übergebe ich Ihnen das Wort, weil vielleicht haben Sie noch ergänzende Anmerkungen zu machen. Und zwar habe ich rausgefunden, Sie sind 1949 in Kahl in der Eifel geboren und Sie sind Facharzt für psychosomatische Medizin und Allgemeinmedizin, Psychotherapie, emeritierter Honorarprofessor für Public Health an der Universität Bremen, ehemaliger Berater für Gesundheitsförderung bei der WHO, Mitarbeit an der Ottawa Charter für Gesundheitsförderung, und Sie waren Mitglied des Leitungsteams der interdisziplinären Cortona-Woche der ETH hier in Zürich an der Zürcher Hochschule der Künste. Und Sie sind Autor unter anderem von Ganzheitliche Medizin und Der wiederentdeckte Körper. Und Sie leben und arbeiten in Markstein und in Bayern. Ja. Mark Wartstein. Mark Wartstein heißt das. Ja. Da war ich noch nie. Ist bestimmt schön, oder? Ja. Ist in der Nähe vom Chiemsee. Oh, toll. Ja. Ja, der ist schön. Also da war ich schon. Ja, und wir haben uns ganz speziell kennengelernt, und zwar über Ihren Kollegen Dr. Scheidecker aus Basel. Und dann hat er mir aber nicht nur Ihren Namen genannt, sondern auch Ihr jüngstes Buch. Und zwar Der eigensinnige Mensch, das, was ich vorhin schon in der Hand hatte. Und ich habe das dann daraufhin gelesen und ich muss sagen, ich habe es eher regelrecht verschlungen. Wirklich. Also so ein wertvolles Buch für den praktizierenden Arzt, aber auch für den Patienten. Und das, was Sie beschreiben und wie Sie es beschreiben, das geht wirklich ins Eingemachte. Das ist nicht einfach irgendwie rational durchdacht und in der Theorie, sondern Sie sind ganz nah beim Menschen. Und es ist so informativ und zugleich aber auch unglaublich feinsinnig geschrieben. Wenn wir schon bei diesem eigensinnig sind. Ich fand es feinsinnig. Ja, und Sie nehmen den Leser mit auf die Reise durch die Sinneswelt der Körper. Und das fand ich auch einfach so eine geniale Idee, dass wenn man sich schon als Mediziner mit dem Körper beschäftigt, dass man das dann über die Sinne angeht. Das fand ich einfach genial. Vielleicht erzählen Sie nachher auch noch, wie Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, das so aufzubauen. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall beim Lesen des Buches gefragt, warum Sie schlussendlich Medizin studiert haben und nicht Kunst oder Philosophie. Wie sind Sie zum Medizinstudium gekommen? Naja, diese Frage ist immer eine schwierige, weil wir legen uns alle eine gewisse Linearität zurecht und sagen, naja, aus diesem Grund hat man jenes gemacht. Aber ich hatte einen Freund, der hat gesagt, ich kann eben die verschiedenen Stationen sagen, aber nicht die genauen Gründe. Ich glaube, ein Grund war, dass in meiner Familie gab es einen Onkel, der war Landarzt. Das hat mich damals sehr beeindruckt und auch eher ein bisschen eingeschüchtert, weil ich dachte, das ist toll, aber das kann ich nicht machen, das ist viel zu komplex. Und zum Zweiten gab es eine alte Großmutter, die musste gepflegt werden, da war ich 14, 15 und niemand hat sich so recht gewagt, da nachts zu schlafen und irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich mir das zugetraut. Und ja, es gab noch andere Faktoren. Ich weiß nur, als ich mich dann zum Studium beworben habe,
bekam man ein kleines Büchlein, in dem die Inhalte dieses Studiums standen. Und da habe ich gedacht, also das brauchst du denn nicht so, das ist viel zu viel, viel zu komplex. Und naja, im Endeffekt hat es dann doch geklappt. Aber was mich, glaube ich, dazu gebracht hat, ist, dass ich mit mehreren Generationen aufgewachsen bin, dass ich sehr gerne mit Menschen zusammen bin und dass ich glaube, Medizin ist nicht nur eine Sache der Notfälle, das ist ganz wichtig, des Intervenierens, sondern auch eine Frage des Zusammenarbeit ist das Mitlebens mit anderen Menschen und diese Qualität in die Medizin ein bisschen einzubringen, hat mir in den letzten über 40 Jahren Spaß gemacht. Ja, das merkt man auch wirklich, dass Sie Spaß daran haben, weil auch so eine Leichtigkeit mit dabei ist, was ich sonst aber eben nicht so das Gefühl habe, wenn ich mich mit Medizin beschäftige, dann ist es immer so bitterhart und ernst und genau, und das war es nicht. Es war wirklich dieser Spaß. Man hat ihr Herz auch richtig rausgespürt. Und ja, das macht es einfach so wertvoll, ihr Werk. Und ich würde am liebsten tatsächlich gleich in eine wunderbare Stelle Ihres Buches hineintauchen. Und zwar wäre das der Abschnitt auf Seite 8, wem erzählt der menschliche Körper was? Und da ist die Frage, ob ich es vorlesen soll oder ob Sie es vorlesen wollen. Ach, Sie haben so eine schöne Stimme. Echt? Ich höre Ihnen zu. Gut, dann mache ich die kleine Lesung. Genau, und zwar ist es in der Einführung, wem erzählt der menschliche Körper was? Im Krisen- oder Krankheitsfall ändert sich das Verhältnis zum eigenen Körper. Viele Menschen haben erst ein distanziertes, fast fremdes Verhältnis gegenüber ihrem Körper. Sie misstrauen ihren Sinnen, Empfindungen, Ahnungen, Intuitionen und Gedanken. Stattdessen hoffen sie, dass die Medizin oder Expertinnen ihren Körper stellvertretend untersuchen und reparieren. Die Medizin untersucht ihren Körper neutral, objektiv, von außen und innen. Sie hat eigene Blickwinkel und Lesearten des Körpers, die sich an Anatomie, Physiologie und Biochemie definierten Organen, Funktionsweisen und Körpersystemen orientieren. Ihre Untersuchungen werden durch technische Geräte ergänzt. Schließlich übersetzt die Medizin das Befinden erkrankter Menschen in medizinische Befunde. Erzählungen des kranken Körpers haben sich in der Heilkunde im Laufe ihrer Geschichte häufig verändert. Ihre Konzepte und Behandlungsstrategien des Körpers unterscheiden sich von den Vorstellungen und Erwartungen der hilfesuchenden Menschen. Die Medizin ist nur am Rande an den Besonderheiten, Stärken und Schwächen der einzelnen Menschen interessiert. Viele medizinische Untersuchungen bleiben auch deshalb unzureichend, weil sie die Lebensgeschichte und Lebensumstände der Menschen nicht genügend berücksichtigen. Ratschläge und Erkenntnisse der Wissenschaft helfen, unsere Orientierung zu verbessern. Sie können aber keine Gewissheit bieten, was für die Einzelnen möglich und notwendig ist. Die Mehrzahl der Krankheiten lässt sich erst dann zufriedenstellend behandeln, wenn die Menschen aktiv an ihrer Genesung teilnehmen. Angesichts des enormen Zuwachses an Wissen benötigt die Medizin viele Spezialdisziplinen. Diese sprechen immer weniger die gleiche Sprache und tauschen sich kaum untereinander aus. Zugleich müssen alle Disziplinen die Herausforderungen einer ganzheitlich integrierenden Zusammenschau des Befundes und der Befunde im Blick behalten. Durch fortschreitende Ökonomisierung des Gesundheitswesens verbringen Ärztinnen heute oft mehr Zeit mit administrativen Aufgaben als mit qualitativen Patientenkontakten. Die Entwicklung von professionellem Einfühlungsvermögen und Mitgefühl erfordert aber gezielte Aufmerksamkeit und Zeit. Die Förderung von Hilfe zur Selbsthilfe braucht Geduld und Übung. Geduld und Übung. Wow. Also, ja, so starten Sie schon mal in der Einführung. Und das macht schon mal sprachlos. Naja, es ist ein schwieriger Balanceakt in der Medizin. Ich meine, ich bin ja einerseits ausgebildet in der klassischen naturwissenschaftlichen Medizin, habe mich viel mit
Alternativen und komplementären Verfahren beschäftigt. Aber das meiste gelernt habe ich eigentlich von den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Denn sie haben mir oft erst einmal beigebracht, dass ich viel zu schnell war, dass ich sozusagen unter Zeitdruck auch oft zu einer mit meinem ärztlichen Denkraster bestimmte Muster erkannt habe und sozusagen schnell eingeordnet habe. Aber oft war das falsch. Und das ist immer das Risiko in der Medizin, weil man einerseits versucht zu objektivieren und da ist der einzelne Mensch erst einmal gar nicht so wichtig. Wenn man sozusagen sich Blutwerte anschaut, die sind normiert. Wenn man sich Röntgenbilder anschaut, die haben bestimmte Strukturen. Wenn man endoskopisch Strukturen sieht, dann ist das ja etwas, was bei allen vermeintlich gleich ist. Aber ich habe mehr und mehr gelernt, dass die wichtigste Frage vielleicht in der Heilkunde, und ich sage jetzt mal bewusst Heilkunde, um den Begriff Medizin ein bisschen zu erweitern, ist eine Frage, die in der Medizin vergessen wird. Nämlich, das heißt, warum hat dieser Mensch dieses Leiden zu diesem Zeitpunkt? Das heißt, es ist der besondere Mensch, es sind seine besonderen Lebenserfahrungen, Lebensumstände und es ist die aktuelle Situation, in der vielleicht diese Krankheit sogar einen Sinn ergibt, in der das Leiden, was jemand mitbringt, das Leid, was jemand empfindet, schon ein Lösungsversuch ist, wenn auch ein schlechter Lösungsversuch, um eine Situation, wo sie oder er noch keine besseren Möglichkeiten gefunden hat, erst einmal vorübergehend überhaupt zur Aufmerksamkeit zu bringen, überhaupt eine gewisse Form von Distanz und Ruhe zu finden, um dann hinzuschauen, was könnte möglicherweise hilfreich sein, um das wieder zu lösen oder zu ändern oder zu verbessern oder eine bessere Lösung zu finden. Aber es ist wichtig, dass man erst einmal dem Leiden der Menschen Interesse entgegenbringt. Nicht nur objektives, sondern auch subjektives. Und diese Fragen stellt, also sozusagen nicht nur verhört, wie man es in der Anamnese macht, sondern auch zuhört. Ja. Ja? Oder nicht nur sagt, ich löse das für Sie, sondern die Herausforderung liegt daran, dass man es mit den Menschen löst und das erfordert natürlich Zeit und Geduld und die ist teuer in diesem System. Ja. Und ja, das ist das große Dilemma. Das ist das große Dilemma, in dem wir uns befinden, ja. Sie fangen, die Kapitel haben Sie ja eingeteilt in diese wunderschönen Sinne, verschiedene Sinneseindrücke. Und ich war persönlich sehr berührt, dass Sie mit dem Kapitel Berühren gestartet sind. Warum hat mich das berührt? Ich, die selber langjährig chronisch krank war, bin sehr selten eigentlich berührt worden von den Ärzten, also angefasst worden, wirklich untersucht worden. Es war, wie Sie vorhin gesagt haben, es wird viel auf die Laborwerte geschaut und es war eine sehr große Distanz da immer. Und als ich dann Ihr Buch gelesen hatte, ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden, wie selten ich eigentlich als Patientin wirklich berührt wurde. Und Sie schrieben hier in Ihrem Buch, das Erlernen von ärztlichen Untersuchungs- und Berührungstechniken ist ein weitgehend unpersönlicher und distanzierter Prozess. Im Vordergrund ärztlicher Berührung stehen Objektivierung, Ethik und Hygiene. Dann schreiben Sie weiterhin, ich erinnere mich nicht, dass während meiner ärztlichen Ausbildung über heilsame Qualitäten von Berührungen sowie über die Bedeutung von Nähe, Kontakt oder Verbindung gesprochen wurde. Warum hat sich das geändert und warum liegt Ihnen diese Kontaktaufnahme zwischen dem Arzt und der Patienten so am Herzen? In der Medizin ist der Patient zwar ein Objekt, dem man freundlich begegnet, ein Mensch, dem man auch, ich bin durchaus keiner, der ein Ärzte-Bashing macht, sondern ich denke, viele machen es aus der besten Intention heraus, aber
Es geht darum, Befunde zu erheben. Und Befunde sozusagen sind distanziert, ohne persönliche Anteilnahme. Berührung, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man Medizin studiert, lernt man als erstes einen Leichnam zu sezieren. Man kommt als junger Medizinstudent, 18, 19 Jahre alt, in einen Saal, wo 20, 30 Leichen sind, die man, um Anatomie zu lernen, auseinandernimmt. Und da ist es mit der Berührung natürlich schon mal so eine Sache. Ja? Dann lernt man natürlich ein bisschen Erste Hilfe. Man lernt, Menschen hochzuheben. Man lernt auch mal jemanden die Hand zu geben, der in Not ist. Und zu meiner Ausbildung gehört es natürlich, dass man eine körperliche Untersuchung macht. Es braucht relativ viel Zeit. Also wenn man als Assistenzarzt lernt, eine körperliche Untersuchung zu machen mit einer gründlichen Befragung, das dauert immer eine Stunde. Die Zeit hat man da kaum noch. Und außerdem scheint es subjektiv zu sein, was man dort findet. Deshalb nimmt man heute einen Schallkopf eines Ultraschallgeräts. Der gibt einem ein objektives Bild, was ich auch sozusagen wie die Fotografie sozusagen aufnehmen kann, festhalten kann, was ich mit jemand anderem teilen kann. Oder hat auch heute Angst ein bisschen vor der Berührung, weil natürlich in der Medizin die Hygienefrage jetzt wieder so stark gekommen ist, werden Keime überall übertragen. Man wird ja zum Teil aufgefordert, in der Klinik nicht mal mehr den Patienten die Hand zu geben, weil das könnte Krankenhauskeime übertragen. Also wir kommen immer mehr dazu, die Welt aus der Distanz zu sehen, ja, und nicht so sehr zu spüren. Und jeder Mensch weiß, wenn sie ihre kleinen Tochter sozusagen, wenn es der nicht gut geht, oder dann nehmen sie den Arm oder die Hand auf die Stirn und beruhigen sie. Also jeder von uns weiß, dass Berührung eben auch andere Qualitäten hat, ja. Aber das wird in der Medizin nicht thematisiert. Und ich habe dies erst wirklich gelernt, muss ich sagen, zu meiner Schande auch, nach vielen Jahren, nachdem ich in einem längeren Studienaufenthalt in Kalifornien eine Massageausbildung gemacht habe und wurde dort auch häufiger massiert und habe mir gedacht, ups, wenn ich jemanden berühre, ist auf der anderen Seite auch jemand zu Hause. Vorher habe ich sozusagen die abgeklopft und abgedrückt und so, da habe ich gesagt, naja, gut, da untersuche ich jetzt was, habe ich aber nie da irgendwie selbst Bezug genommen, dass ja da ein Mensch ist, der fühlt, was ich mit ihm mache. Und eine wirklich bahnbrechende kleine Erkenntnis war eine alte Lehrerin von mir in einem Bereich Sensory Awareness, die sagte, und noch einfacher ist es, wenn du den Menschen, den du berührst, vorher fragst, ist es okay, dass ich dich jetzt berühre oder untersuche? Weil dann bin ich als Patient auch nicht mehr Objekt, sondern ich bin einbezogen. Und was ist das für eine Mühe, wenn ich sage, Frau So-und-so, darf ich Sie berühren? Herr So-und-so, darf ich mal Sie anfassen? Und der andere sagt, ja, dann ist es viel einfacher. Ist eine Kommunikation gleich auch auf verschiedenen Ebenen da. Das sind banale Dinge scheinbar, aber wie Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung sagen, so zentral und wichtig. Ja, sehr zentral und wichtig, ja. Da kommen wir auch zum Thema Hören nach dem Berühren. Und auch da möchte ich was vorlesen. Und zwar unter dem Absatz auf die innere Stimme hören, haben Sie geschrieben, bedauerlicherweise hat die Arzt-Patient-Kommunikation heute den Charakter eines einseitigen, gezielten Aushorchens und Abhörens. Patienten werden in ihren Schilderungen nach wenigen Minuten unterbrochen. In einem Interview hatten Sie sogar gemeint, nach 30 Sekunden. Ärzte lernen aus dem, was Patienten schildern, gezielt einzelne Worte als Infos, Daten oder Alarmsignale zu extrahieren und einzuordnen. Dabei bieten genormte Entscheidungsfindungsbäume den Ärzten nur eine trügerische Eindeutigkeit. Der medizinische Alltag ist von Situationen geprägt, in denen in sehr knapp bemessenen Zeit auf der Basis unvollständiger Informationen und begrenzten Wissens rasche Lösungen gefunden werden sollen. Und da sprechen Sie ja diese Grundproblematik an, einmal von der fehlenden Übung an den Patienten, ihm Gehör zu schenken, dann die knappe Zeit, die zur Verfügung steht, also ein elementares
einen elementaren, wie sagt man, Missstand eigentlich. Und dann noch der genormte Entscheidungsfindungsbaum. Und ich als Patientin, ich habe keine Ahnung, was dieser Entscheidungsfindungsbaum ist. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie mir den erklären könnten. Naja, das ist heutzutage eine Hilfe, weil man ja immer mehr in Form von Ja-Nein-Antworten denkt. Also wie es halt eben auch in der digitalen Welt ist. Ja, 0-1, also man hat und Entscheidungsbäume sind die, man hat ein Problem und sagen wir mal eine Beschwerde, die jemand vorträgt und dann gibt es sozusagen quasi auf der rechten und auf der linken Seite Bäume, hat er noch zusätzlich dieses, wenn nicht, dann kannst du es vergessen, wenn ja, dann musst du dort weiterfragen. Das heißt also, man versucht nach einer Logik von dem, was man Evidenz, was man Forschung nennt, den jungen Ärzten einen Leitfaden an die Hand zu geben, mit dem sie, das gibt es auch auf Apps übrigens, das kann in mancher Hinsicht sogar hilfreich sein, mit dem sie sozusagen versuchen, alles gründlich abzufragen, aber dabei geht es dann halt eben genormt an dem Menschen vorbei. Wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehen darf, in jedem Gespräch ist ja nicht nur das, was jemand sagt, also das, was wir beide jetzt sagen, sondern auch, wie man es sagt und wie die Intonation ist, wie das Tempo ist, wie der Tonfall ist, wie das Zögern ist, wie die Atmung dazu. Das sind alles wichtige, mögliche Hinweise darauf, was jemand sagt oder vielleicht auch nicht sagt. Denn zur Kunst der Diagnostik gehört ja auch das zu hören, was jemand nicht sagt. Also, und dann halt eben entsprechend Möglichkeit zu eröffnen, dass sie oder er möglicherweise über ein Thema spricht, was vielleicht schwieriger ist. Das heißt, wir müssen vielmehr auf die Zwischentöne hören, lernen und auch, Sie haben das mit der inneren Stimme angesprochen, ein Gespräch ist ja nicht nur ein Austausch von Logik, sondern da ist ja, da kommt erst einmal im Arzt-Patienten-Verhältnis dazu die Hierarchie. Ja, man geht dorthin, man hat sich vorgenommen, etwas zu sagen, und wenn man dort ist, sozusagen, dann weiß man gar nicht mehr, was man fragen wollte, weil man eben in dieser ängstlichen Situation ist, dann ist Zeitdruck dort. Ja. Und auf Seiten der Ärzte ist es so, dass sie auch keine Zeit haben. Ja. Am besten wäre, man würde erst einmal in einem Gespräch, wenn man sich begegnet, ein paar Minuten, zumindest ein paar Sekunden schweigen. Ist einmal da sein, sodass man Kontakt aufnimmt, ohne Worte. Anzukommen, einfach mal zu atmen. Ja. Die Atmung haben Sie ja auch erwähnt. Ja, einfach mal dieses Sein. Ja. Ja. Denn da passiert ja auch vieles, wenn man jemandem erlaubt, dort zu sein und wenn sich auch die Profis erlauben, da zu sein. Mhm. Die sind ja auch mit tausend Dingen zugleich beschäftigt. Definitiv, ja. Wenn ich früher in der Allgemeinpraxis gearbeitet habe, wenn man 60, 70 Menschen sieht, wie findet man immer wieder neu in diesen Moment zurück, mit diesem Menschen zusammen zu sein? Das ist eine große Kunst und die erfordert viel Präsenz. Also Medizin ist letztendlich die Kunst, bei sich zu bleiben, während man mit anderen zusammen ist. Und das ist nicht so leicht. Und haben Sie da Tipps, wie das ein praktizierender Arzt, eben wenn Sie gerade sagen, so 60 Patienten, und wie kann er sich auf diesen Reset setzen und immer wieder bei jedem Patienten wieder von vorne anfangen? Naja, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, so generelle Empfehlungen zu geben. Deshalb, das war etwas, wo mich viele nach dem Buch gefragt haben, warum hast du nicht gesagt, so muss man es machen und warum hast du praktische Tipps reingeschrieben. Ich vertraue ein bisschen darauf, dass dieser Weg für jeden vielleicht ein bisschen anders ist. Ja. Sobald er oder sie dieses Problem für sich überhaupt erstmal angenommen haben. Es mag sein, dass eine Kollegin vielleicht mal aufsteht und mal mit aus dem Fenster schaut und jemand anders macht eine Atemübung und jemand anders sagt, ich bin jetzt so im Flow, ich bin einfach dort. Also
Ich tue mich schwer damit, ein Ratgeberbuch zu schreiben. Das hätte sich sicherlich viel besser verkauft. Aber es ist meine Absicht ist eine andere. Ich möchte die Menschen ermutigen, eben eigensinnig und selbstständig zu sein. Genau, und das ist diese Eigenverantwortung, die Sie ansprechen, die auch sehr wichtig ist. Die ist beim Patienten und sie ist beim Arzt. Und die Frage ist immer, wer bin ich? Und ich bin einfach mal und ich darf sein und ich habe diesen Körper und diese Sinneseindrücke. Und genau, deswegen fand ich wirklich, dass in Ihrem Buch so viel Atem, so viel Sauerstoff drin ist, weil es nicht in diese Schubladen packt. Weil Sie zwar diese Schubladen anschauen wie ein Philosoph und sagen, wie sie gebaut wurden, was dabei gedacht wurde, aber Sie sagen dann nicht, was die Lösung ist. Und Sie haben recht, Herr Mills, die Lösung, die liegt in jedem Einzelnen, die ist individuell. Ob jetzt beim Patienten auf seiner Heilungsreise oder beim Arzt, wie er dem Patienten respektvoll immer wieder neu begegnen kann. Und wie eine gemeinsame Reise auf Zeit stattfinden kann. Denn es gibt eine schöne Geschichte aus dem alten Persien. Früher wurden die Ärzte in Persien, das ist natürlich ein Mythos, dann bezahlt, wenn der Patient wieder gesund wurde. Sonst wurden sie nicht bezahlt. Würde ich jetzt heute nicht so fordern, denn dann würden viele meiner Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, am Hungertuch neigen. Aber der Grundgedanke dahinter ist sehr reizvoll, dass eben die Aufgabe des Arztes ist, dem Menschen zu helfen, manchmal auch zu intervenieren. Wenn jemand einen Unfall hat, kann ich nicht sagen, wollen wir es gemeinsam machen, dann muss ich ihn möglicherweise operieren oder ein Notfall, da gibt es keine Alternative. Oder auch bei einer Untersuchung, wenn ich eine Magenspiegelung mache, kann ich nicht sagen, wollen wir es zusammen machen. Aber dann halt jemand auf das Vorbereiten oder Nachbereiten, da ist es die gemeinsame Reise. Und wie Sie sagen, die Selbstverantwortung liegt ja da. Das fand ich auch schön in ihrem einführenden Beitrag zu Ihrer Reihe, dass man halt merkt, nein, das, was ich jetzt mitgeteilt bekomme, ist es noch nicht. Mhm. Und dann selbst etwas ändern möchte. Und das verlangt ja sehr viel an, das ist ein schwieriges Wort, das verlangt ja sehr viel an Disziplin, etwas zu ändern. Wenn ich merke, es liegt auch mit an mir, ob ich meine Art, meine Lebensweise ändere, ob ich in der Partnerschaft zurechtkomme, ob meine Ernährung passt, ob ich mich noch bewege, ob ich ausreichend Schlaf habe. Eigentlich sind es alte Sachen, die schon in der griechischen Lebensphilosophie der Lebensführung vorkamen, die immer noch grundlegend sind. Ja, also es sind 7, 8 Sachen, die für jeden Menschen erst einmal zu prüfen sind. Mhm. Und das verlangt aber natürlich auch meine Bereitschaft, dann zur Not etwas zu ändern. Und nicht nur zu sagen, mach mal für mich. Ja, genau. Das ist wirklich die Verantwortung, in der der Patient auch steht. Einfach zu sagen, ja, und ich werde Dinge ändern, auch wenn es mich etwas kostet. Ja. Und vielleicht auch sich selbst eben als mehr zu sehen als eine Patientin oder als einen Patienten, sondern als ein Lebewesen. Die oder der erst einmal grundsätzlich einen riesigen Freund hat, nämlich das ist etwas, was man vielleicht das Selbstheilungssystem nennt. Das heißt, in jedem von uns, in jedem Organismus, um uns zu fragen, wohnt eine Tendenz, sich am Leben zu erhalten. Was es schwierig macht, sind die Lebensumstände. Was es schwierig macht, sind die ökonomischen Umstände. Was es schwierig macht, sind vielleicht auch Lebenserfahrungen, die man gemacht hat. Aber unser Organismus als solcher will sich wie jeder andere Organismus, wie jedes andere Lebewesen, am Leben erhalten. Definitiv. Nur die Frage ist, wie können wir das erlauben? Wie können wir sozusagen aufhören, das zu behindern? Ist uns das möglich? Mhm. Ja, und hier sind wir ja in dieser Situation und so haben wir das auch gelernt. Also ich als Patient, ich bin krank geworden, ich suche Hilfe. Wo suche ich Hilfe bei körperlichen Beschwerden? Ich gehe zu meinem Arzt. Und da möchte ich auch noch mal was vorlesen, und zwar war das im Kapitel Sehen. Sie haben geschrieben, Ärzte schauen im Gespräch
immer häufiger auf die Daten ihrer Bildschirme und Befundberichte und immer seltener auf die realen Menschen, mit denen sie sprechen. Patienten fragen sich bisweilen zu Recht, ob sie von ihren Ärzten überhaupt noch als Person wahrgenommen werden. Manche Ärzte übersehen das Offensichtliche, das sich vor ihren Augen befindet. Wieder eine Aussage, die ich sehr ehrlich und präzise noch nie von einem Arzt gehört habe. Also als ich jahrelang keine Diagnose für meine Symptome erhalten hatte und die Laborwerte, die mir dann immer präsentiert wurden, die waren eben in bester Ordnung und haben mir das Gefühl vermittelt, dass ich eine falsche Wahrnehmung habe, also dass ich mein, das, was ich wahrnehme, das, was ich sehe, dass ich das nicht richtig deute. Und bis zu wirklich Aussagen von Ärzten, die getroffen wurden, dass ich hypochondrisch bin. Und später hatte ich dann Diagnosen, aber man muss auch sehen, dass die Symptome sich dann verhärtet haben. Und natürlich, wenn das über 10 Jahre, dann irgendwann sieht man dann auch den Ausbruch der Erkrankung. Und ich war halt so sensibel, dass ich das vorher schon wahrgenommen hatte. Und da ist wirklich irgendwie, ja, diese Frage in diesem schmerzhaften Prozess als Patient, wenn man hingeht und man merkt, aber man wird nur mit Laborwerten konfrontiert, wie hätte ich früher intervenieren können oder welche Fragen hätte ich auch stellen können, dass mein Gegenüber, der Arzt, auch vielleicht mich mehr spürt in meiner Not oder... Ja, also da hat es mir wirklich gefehlt an dem Wissen, wie kann ich ihm begegnen, diesem Arzt, um da das rauszukitzeln von ihm. Ja, das ist nicht so leicht. Zum einen natürlich aus der Situation der Hierarchie und auch der Angst heraus. Aber ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass das Denken in der Medizin ist im Wesentlichen darauf, ist im Wesentlichen auf Pathologie ausgerichtet. Also im Wesentlichen fragt man sozusagen, was fehlt Ihnen? Und wenn jetzt die Laborwerte stimmen, dann sagt man Ihnen, fehlt nichts. Es wäre relativ einfach zu fragen, was ist Ihnen möglicherweise zu viel? Das würde sozusagen schon mal ein Gespräch über andere Faktoren ermöglichen, die über diese reinen Laborwerte hinausgehen. Es spricht ja nichts dagegen, dass man Laborwerte macht, um sich zu orientieren. Ja. Aber wenn ein Mensch leidet, dann muss man unterscheiden zwischen dem Leiden, was die Medizin tut, und dem Leid, was einen Menschen plagt. Und den jeweils Leidenden. Und Sie haben das mit dem Sehen angesprochen. Ich glaube, das ist nicht nur das Sehen, es ist der gesamte Eindruck. Wenn Sie in einem Raum sind und es kommt ein anderer Mensch hinzu, dann verändert sich in dem Raum etwas. Es ist eher etwas Atmosphärisches, es ist eher etwas Multisensorisches, also auf vielen Sinneskanälen zugleich Passierendes, was man entweder wahrnimmt oder nicht. Und natürlich, viele Ärzte haben ja auch nicht gelernt, sich selbst zu schützen. Ja. Deshalb schützen sie sich, indem sie sagen, wir müssen uns abgrenzen, sie machen eine Mauer. Dieses Schützen, was man lernen muss, ist eher etwas, was aus der Kampfkunst kommt, wie man sozusagen auch mal an die Seite geht oder wie man einen anderen Blickwinkel einnimmt oder wie man schaut, was macht der andere und wie kann ich das nutzen, um ein Stück voranzukommen. Da fehlt es leider, die Medizin ist leider wenig daran interessiert, Menschen oder Heiler auszubilden, sondern es ist dann interessiert, Experten auszubilden. Mhm. Das hat seine Vorteile. Ich bin froh, wenn ich zu einem guten Experten gehe, aber ich möchte natürlich auch als Mensch, als Frau, als Mann dort behandelt werden. Und glauben Sie mir, selbst wenn ich als Arzt oder als Professor in ein Krankenhaus komme, erstmal frage, was machen Sie, wenn ich dann sage, psychosomatisch, dann denken Sie, naja, der versteht ja von dem Rest sowieso nichts mehr. Und ich bin genauso dort jemand, der nicht als Person wahrgenommen wird, wie Sie. Und da gilt es vieles zu ändern. Da gilt es vieles zu ändern, weil es würde vieles leichter machen, auch auf Seiten der
der Medizin, wenn sie die Menschen sehen würde, wenn sie mit ihnen ein Arbeitsbündnis eingehen würde. Man beschwert sich heute über die fehlende Compliance. Ja, Compliance heißt sozusagen, die Patientinnen und Patienten machen nicht das, was der Doktor ihnen sagt, deshalb sind sie ja selber schuld. Ja, wenn ich es ihnen nicht vermittle, sondern nur in 2 Minuten sage, das müssen sie machen, dann fragt sich jeder, ja, warum soll ich das denn machen? Ja, ja, weil der tiefere Grund nicht erörtert wurde im Gespräch. Ja? Wenn man einfach sagt, lassen Sie Butter weg, essen Sie weniger Brot und trinken Sie keinen Alkohol mehr, dann geht der Patient raus und denkt so, ja, warum? Ja, wenn meine Werte stimmen, wissen Sie, wenn Sie ein Alkoholproblem haben, gehen zum Arzt und sagt, Ihre Leberwerte stimmen, dann sagt der Patient, dann kann ich ja weiter trinken. Ja? Also man kommuniziert einfach auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, die nicht kongruent sind. Und das Grundproblem ist ja, dass jede menschliche Begegnung, da steckt das Wort schon Gegner drin, also auch wenn ein fremder Mensch, ein Patient zu mir kommt für eine Dienstleistung, die er ja bezahlt, dann ist erstmal eine Begegnung. Der ist meine Gegner, meine Gegnerin. Und ich bin sein Gegner, sein Gegner. Und die Kunst besteht darin, aus einer Begegnung eine Beziehung herzustellen. Das heißt, wo sich etwas anzieht und nicht abstößt. Mhm. Und das braucht eben Geduld und Zeit und Übung, wie wir eben schon gesagt haben. Heutzutage werden zum Glück in der ärztlichen Ausbildung auch Dinge gemacht wie spielerische Simulationen. Also Studenten legen sich ins Bett und bekommen einen Gipsverband oder werden untersucht und erleben einmal von der anderen Seite, was passiert, wenn ich untersucht werde oder wenn ich krank bin. Das fehlt ja den meisten. Genau. In früheren Kulturen, wenn ich das noch sage, in früheren Kulturen, wenn man eine Ausbildung zum Schamanen früher machte, dann müsste man durch ganz viele sehr schwierige Situationen gehen, um sozusagen diese Qualifikation zu bekommen. Heute muss man eine gute Abiturnote haben und gut reproduzieren können und schlau sein. Aber das reicht nicht, um heilend tätig zu sein. Nein. Ja, die Empathie. Empathie, ja. Ja, die kann man nur erleben durch eigene Situationen. Die kann man nicht wirklich erlernen. Naja, Empathie heißt ja im Wesentlichen Einfühlungsvermögen. Und ich denke, das hat jeder, ob er will oder nicht, oder ob sie will oder nicht. Einfach, das ist ein Überlebensmechanismus. Selbst der größte Gauner hat eine große Empathie, weil er weiß, wie er den anderen besser übers Ohr hauen kann. Wir verwechseln immer Empathie mit Compassion, also mit Mitgefühl. Ja. Und das ist ein großer Unterschied. Die Empathie, das hören wir auch jeden Tag in den Medien, Empathie heißt im Wesentlichen, das, was ich spüre, ernst zu nehmen. Und das macht ein Gauner besser als jemand anderes, weil der weiß, der will was erreichen. Oder wenn man jemanden rumkriegen will oder wie auch immer, dann ist man sehr feinfühlig. Oder wenn man irgendwas von jemandem haben möchte. Aber Mitgefühl heißt, den anderen in seinem Anderssein anzunehmen und eine Beziehung aufzubauen, die hilfreich ist für beide Seiten. Ne? Ja. Ja, dieses Mitgefühl, ja, dann meine ich wirklich das, das ist schwierig an der Universität zu lernen, im Unterricht, in der Theorie. Ja. Es ist nicht schwierig, wenn man es bezieht darauf, dass man nicht nur Patient oder Arzt ist, sondern das ist auch, wie Martin Buber gesagt hat, dass es zwei Menschen sind, dass es auch eine Beziehung auf einer zwischenmenschlichen Ebene ist und nicht nur auf der Ebene der Experten und der Laien, der Hilfesuchenden und der Hilfegebenden, sondern dass es eben auch immer diese Dimension des Zwischenmenschlichen oder wie ich manchmal liebe zu sagen, des Zwischenleiblichen, da passiert etwas, ja, da lebt etwas. Ja. Ja. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen konkreter, auch wenn Sie keine Ratschläge geben wollen. Es ist ja auch der Ratschlag, der ist auch wieder drin. Aber dennoch, was würden Sie ganz konkret jemandem Erkrankten, der chronisch krank ist,
mitgeben auf den Weg, wenn er in Beziehung geht mit seinem behandelnden Arzt? Also eine ganz wichtige Frage, mit der ich mich eigentlich schon sehr, sehr lange beschäftige, denn wenn man sich das Wort chronisch anschaut, chronisch heißt der lebensbegleitend, also sozusagen zeitlich begleitend. Und in der Medizin hat man ja erst einmal nur die Vorstellung, ja, man kann vielleicht noch verhindern, dass es schlechter wird, aber es kann nicht mehr besser werden, was ein falscher Mythos ist. Ich glaube, jeder Mensch, der mit einem chronischen Leiden zu kämpfen hat, für den ist es ganz wichtig, dass er erst einmal sieht, dass der Rest, der gesund ist, auch da ist. Also ich nehme nochmal eine Analogie aus der Kampfkunst. Wenn Sie in den asiatischen Kampfkünsten jemanden an einer Stelle ziehen, ja, dann geht er von dieser Stelle weg zum Rest seines Organismus und der ganze restliche Organismus gibt Widerstand und dann lässt er sich nicht umschmeißen. In unserer Philosophie gehen wir mit der ganzen Aufmerksamkeit dorthin und kämpfen an dieser Stelle. Mhm. Wenn ich diese Analogie übertrage auf chronische Krankheiten, dann heißt es, wenn ich einen Mensch, nehmen wir mal eine häufige Erkrankung, Hochdruck, bin, dann weiß ich einerseits, dass dieser Hochdruck für mich gefährlich ist. Ich kann ihn medikamentös behandeln lassen, weil ich sage, ich habe keine Zeit, mich später darum noch zu kümmern. Das wäre in etwa so, wenn man eine Analogie aus der Technik nimmt. Wenn Sie mit Ihrem Auto in die Stadt fahren, unterwegs geht das Öllicht an, würden Sie nicht ein Pflaster drüber kleben, weil Sie sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss da jetzt schnell hin. Sie würden anhalten und nachschauen. Wenn jemand aber Beschwerden hat, Hochdruck zum Beispiel, er merkt irgendwie, dass er in Wallung gerät oder dass er schwindelig wird oder wenn jemand Schmerzen hat und sagt, da habe ich jetzt keine Zeit, dann ist das in etwa so, wie wenn er ein Pflaster über dieses Öllicht kleben würde. Das heißt, wichtig ist, dass man seiner Erkrankung Interesse entgegenbringt und dass man den Rest, das, was man heute so schön Resilienz, Widerstandsfähigkeit nennt, dass man dem möglichst viel Aufmerksamkeit schenkt. Was kann ich tun? Und da komme ich wieder auf diese alten Sachen zurück. Sie haben von der Ernährung gesprochen. Genau. Was kann ich in der Ernährung umstellen? Da gibt es sicherlich vieles. Das mag für manche Leute sehr schwierig sein, jetzt eine Vegetarierin zu werden. Aber es gibt auch Schritte dorthin. Es muss ja nicht das Extrem sein. Die Frage, wie viel Bewegung habe ich, ist ganz zentral. Ich glaube, eines der wirklich zentralen Heilmittel ist eine Art von regelmäßiger Bewegung. Das muss gar nicht Sport sein. Eine halbe Stunde sozusagen irgendwie rausgehen über meinen Stress, den ich zu Hause habe. Heute preist man, wenn es geht, dann die Walddusche an. Naja, man kann auch ohne Walddusche in die Natur gehen, sozusagen schon einfach in der Natur dort sein. Die Frage des Schlafes, die Frage, dass ich soziale Kontakte habe. Einsamkeit ist einer der größten Risikofaktoren für alle chronischen Krankheiten. Ja? Fangen wir an bei älteren Menschen, die keine Berührung, keinen Kontakt, keinen sozialen Kontakt haben. Der größte Risikofaktor, das habe ich ja auch geschrieben, für Herzerkrankungen ist Einsamkeit. Ja. Mehr als Essen. Rauchen, Bewegungsmangel, das Alleinsein im Sinne des nicht gewählte Alleinsein. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Alleinsein, was jeder von uns gerne mal möchte, wenn man den ganzen Tag Kinder hat oder Job, wenn man auch mal alleine sein, oder Einsamkeit. Das heißt, niemand ist mehr da, der mich hört und sieht und anfasst und mit mir kommuniziert. Dann, glaube ich, ist es für Menschen mit chronischen Krankheiten eine ganz große Hilfe, wenn sie sich irgendeiner Form von Selbsthilfegruppe anschließen. Und zwar deshalb, weil, nehmen wir mal das Beispiel, das bekannte Beispiel von Frauen mit Brustkrebs. Wenn jemand an Krebs erkrankt, dann sind alle hilflos, mehr oder weniger, und sind sehr besorgt und sagen, es wird schon wieder. Und die oder der Betroffene, die Betroffene in dem Fall, versucht auch die Lieben und die Angehörigen zu schonen, spricht nicht über das, was sie wirklich bewegt, spricht nicht über ihre Sorgen. Das heißt, schluckt diesen ganzen Kummer zusätzlich runter. Da können Selbsthilfegruppen, wo Menschen, die
unter einer ähnlichen Situation leiden, miteinander sprechen, eine ganz, ganz wichtige Funktion übernehmen. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Frauen mit metastasierendem Brustkrebs, die beide gleich gute medizinische Behandlung hatten, dass aber diejenigen, die in Selbsthilfegruppen waren, nach einer gewissen Zeit deutlich längere und deutlich bessere Überlebenschancen hatten. Mhm. Also das halte ich für ganz wichtig. Auch ein Teil hat eben in diese, aus dem gewohnten Kontext herauszugehen, manchmal auch bei chronischen Erkrankungen sich zu fragen, ist eigentlich das Leben, das ich führe, das Leben, das ich führen will? Es gibt in der Forschung über Krebserkrankungen auch die klare Aussage, dass es wichtig ist, dass man die Melodie singt, die man selbst singen möchte, heißt es da so schön. Ja. Dass man vielleicht auch sagt, wenn man es sich irgendwie leisten kann, das wird sich nicht jeder leisten können, mhm. aber ist nicht mein Leben in eine Sackgasse geraten? Mhm. Und noch eine letzte Sache zu den chronischen Krankheiten ist, glaube ich, wichtig, gerade wenn es schwere lebensbedrohliche Erkrankungen sind. Es gibt einen Unterschied zwischen Behandlung und Heilung. Die Behandlung ist die medizinische Angelegenheit. Die Heilung ist vielleicht etwas, was nicht heißt, ich werde wieder gesund, ich werde sterben, aber ich werde die Zeit, die ich noch lebe, eine andere Lebensqualität für mich finden. Und dazu kann natürlich auch sehr stark die spirituelle Dimension gehören. Das Dazugehörende, die Sinnfrage, das, was sich Menschen in extrem schwierigen Situationen stellen. Und als allerletztes, man sollte immer vermeiden, die Menschen zu beschuldigen und zu blamen. Du bist ja selber schuld, du hast geraucht, du hast getrunken, du hast dich schlecht ernährt, du hast dich zu wenig bewegt, weil all das lässt sich nicht mehr ändern. Mhm. Das war ein Fehler, das werden diese Menschen selber auch sehen. Genau. Aber das ist kein Hoffnungsträger für etwas Neues. Genau, weil darin ist keine Stärke und so wie es auch vor ein paar Minuten gemeint haben, wo nicht die Frage, ihnen fehlt nichts, sondern was ist zu viel? Ja. Und das ist so eine andere Sichtweise, oder nicht, was haben sie falsch gemacht, sonst welche Dinge haben sie schon gut gemacht und wo können wir unseren Fokus draufsetzen? Es gibt eine sehr interessante Technik, in der, sage ich jetzt mal, gerade noch kurz nach, Möglichkeiten fragen, in der Hypnotherapie, also in der Frage, wie man sich selber helfen kann. Wenn man ein Problem hat, schaut man mal, ist man so von dem Problem gebannt, dass man nur in eine Richtung schaut. Man steht sozusagen auf einem Bein. Und es gibt eine gute Technik, die sagt, man nimmt die zweite Hand dazu und legt in die eine Hand das Problem. Und in die andere Hand etwas, das nennt man jetzt immer ganz allgemein nur die Lösung, das andere. Das eine, was mich immer beschäftigt, und das andere. Das heißt, in dem Moment stehe ich wieder auf zwei Füßen oder habe zwei Hände. Und es gibt ein wunderbares Sprichwort im Arabischen, das heißt, wenn du eine hilfreiche Hand suchst, dann schau am Ende deines Armes nach. Das heißt, diese zweite Hand ist da und man bleibt nur mit diesen beiden Händen dort, ohne zu bewerten. Das ist schlecht, das ist gut, das will ich sagen. Wie in einer Meditation, man hat plötzlich beide Möglichkeiten. Man hat vieles, was noch da ist, was einem hilft. Und man hat einiges, was man anerkennen muss, was schiefläuft. Mhm. Und allein diese Art der Sitzens mit Problem und Lösung zur gleichen Zeit schafft etwas Drittes, dass sowohl das Problem als auch etwas anderes eine Lösung da ist. Und das gibt eine vierte Position, die heißt, ich bin nicht hilflos. Ja. Das ist jetzt sehr, sehr verkürzt. Aber auf diesem Weg, denke ich mir, kann man Lösungen finden. Ja, definitiv. Ich fand es mega spannend. Auf meinem Weg war dann schlussendlich eine Arzthelferin, die dann gemeint hat. Ich habe nicht ganz verstanden. Bei mir war es schlussendlich eine Arzthelferin, die dann gesagt hatte, Frau Bucher, Sie müssen irgendwo anders schauen.
Und ich war im ersten Moment so geschockt und ich war auch irgendwie sauer, weil ich gedacht habe, jetzt war ich 7 Jahre lang bei den besten Spezialisten, bei den besten Ärzten und schlussendlich sagt mir eine Arzthelferin, ich soll irgendwo anders schauen. Aber es war dann wirklich der Impuls, wirklich zu rekapitulieren, was habe ich alles ausprobiert und was hat nicht funktioniert und diese Vorstellung auch einfach mal, diese Vorstellung mal loszulassen. Und ich möchte dahin gehen, wie ich mich dann selber geheilt habe. Und bei mir war es eben der Punkt Ernährung. Gerade mit einem chronisch entzündlichen Magen-Darm ist das auch naheliegend. Ja. Ja. Und ich zitiere Sie, im Kapitel Schmecken haben Sie Ludwig Feuerbach zitiert, der meinte, wollt ihr das Volk bessern, so gebt ihm bessere Speisen. Denn der Mensch isst, was er isst. Und Sie erzählen in diesem Kapitel auch ganz spannend, dass Sie sich während des Medizinstudiums Wissen über Anatomie, Physiologie, Biochemie und Pathologie, der Nahrungsaufnahme und Verdauung sowie die Grundgesetze von gesunden Ernährungsweisen haben aneignen können. Und dieses Wissen aber, sagen Sie, ging kaum über Nährwert- und Kalorienberechnung oder grobe Orientierung für gesündere Ernährung hinaus. Und dann schreiben Sie weiterhin, und das fand ich auch witzig, dass wenn Sie mit Ärzten unterwegs sind, dass Sie merken, dass wie schlecht sich die Ärzte oft ernähren und wie schlecht sie sich eigentlich behandeln. Und dann kritisieren Sie oder sagen, ein kritisches Bewusstsein für die Bedeutung von Ernährung, geschweige den Genuss des Essens, bleiben jedoch Stiefkinder der modernen Medizin. Diese Fragen werden gerne an andere Berufsgruppen delegiert. So, und ich habe natürlich im Nachhinein, dadurch, dass ich mich durch eine Ernährungsumstellung quasi selbst geheilt habe und dadurch sehr sensibel bin diesem Thema gegenüber, habe ich mich schon gefragt, über die Ernährung nehmen wir die meisten Fremdmoleküle auf. Wie kann es sein, dass mit mir nie darüber gesprochen wurde und dass Ärzte selber sich irgendwie schlecht ernähren? Wie kommt das zustande, dass dieses Thema so unwichtig ist? Naja, das liegt daran, dass wir sind halt in der Medizingeschichte immer mehr dazu gekommen, die Ernährung zu zerlegen in ihre kleineren Bestandteile. Und wir sind sozusagen, wir haben uns beschäftigt mit der Frage der Quantität. Also bekommen wir genügend Kalorien und sind es die richtigen Ionen, die wir haben? Und ist das Blut sozusagen, hat es genügend Eis und hat es genügend Kalium? Und wir haben gesagt, ja, und wie viel Fett wird angelagert? Also wir haben uns immer nur mit den Quantitäten beschäftigt. Die Qualität der Ernährung, was ja übrigens auch eine Klassenfrage ist, wurde sozusagen in der Medizin natürlich nicht gestellt, weil die meisten kommen aus guten Häusern, wurden gut versorgt, sie haben sich um ihre Ernährung wenig Gedanken gemacht. Und dann gab es schon immer natürlich die Ernährungsmediziner, die waren aber eher, das waren so die Freaks, die Naturheilfreaks irgendwie. Oder das waren dann so die, naja, die mit ihren Gemüse und so. Die wurden nicht so richtig ernst genommen, weil es ging um die Bilanzen sozusagen. Wir haben bilanziert, wie viele Moleküle und wie viel Gramm und wie viel Kalorien sind wichtig. Das andere, der Genuss, das Essen mehr ist als Nahrungslieferung. Ja, so wie man das heute, manche verstehen ja Essen fast so, wie wenn sie an die Tankstelle fahren und sozusagen nehmen wieder Sprit auf oder nehmen genau, nur damit man wieder funktionieren dass kann. Dass Essen auch eine Qualität ist, dass Essen auch etwas Soziales ist, etwas Gemeinschaftliches, etwas Genussvolles. Ich meine, Genuss spielt in der Medizin, die Sie arbeiten in einem Krankenhaus, dann haben Sie oft gar keine Zeit, sich mittags überhaupt die Viertelstunde Pause zu gehen und sich zu ernähren. Wenn Sie eine Praxis haben, dann sind Sie so unter Zeitdruck,
dass für viele ist es wirklich ein Tanken irgendwie. Ja? Also da ist es auch, je kalorienreicher, desto besser. Und je süßer, desto besser. Und je schneller die Kalorien kommen, desto besser. Und da ist ein großes Manko in der Medizin. Und wie soll ich das meinen Patientinnen oder Patienten vermitteln, wenn ich selbst davon so weit entfernt bin? Dann sage ich doch, gehen Sie zur Ernährungsberaterin. Ja, die sagt dann, ja, Frau Bucher, Sie müssen die und die Diät machen und rechnet Ihnen das auch wieder aus. Aber Essen ist nicht nur eine Frage der Menge und der Substanzen. Es ist eine ästhetische Frage für mich. Ja. Für Sie ist Ernährung eine ästhetische Frage. Das verstehe ich auch voll. Und eben dieser Genuss und dass diese ganzen Sinne mitspielen, wenn man isst. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir aus Nahrung entstehen. Also das Baby wächst am besten, wenn es die Muttermilch bekommt und so weiter. Und das verändert sich nicht im Leben. Dass das die Qualität, wie oft wir essen, was wir zu uns nehmen, das baut uns auf. Daraus entsteht unser Körper und unser Sein. Und das ist schon spässig, dass das eben so ein bisschen verloren gegangen ist. Aber ich glaube auch daran, dass eine Änderung kommt. Also es gibt viele Stimmen, die jetzt aufstehen und sagen, das ist auch wichtig. Ich bin völlig auf Ihrer Seite in diesem Thema. Habe mich selbst auch damit zu wenig beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sehe auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, dass heute die Produktion von Nahrung so stark ein Thema geworden ist, fast der Industrialisierung, dass die Frage der Zurückkehr zur Natur sehr schwierig ist. Deshalb habe ich ja in dem Buch auch ein bisschen geschrieben über die Frage der Nahrungsmittelzubereitung oder der Nahrungsmittelherstellung. Die Schweiz oder Deutschland wären gar nicht in der Lage, ihre Bevölkerung alleine mit heimischen Anbauprodukten zu ernähren. Das ist ja ein Dilemma. Ja, das heißt, also wir sind darauf angewiesen, auf diese ganzen globalen Ketten und glauben halt noch, wir könnten, wenn jeder einen Garten hätte, könnte man sich alleine ernähren. Das ist leider nicht mehr möglich. Und deshalb ist das Thema so komplex und so schwierig geworden. Mhm. Und wenn Sie sich die Nahrungsmittelkonzerne anschauen, die beschäftigen sich natürlich mit den Sinnen. Ja, ist das frisch? Alles wird frisch beworben. Ist es knackig? Sieht es schön aus? Die Foodporns sozusagen stellen die Nahrung erotisch dar. Wir sind in diesem Dilemma zwischen diesem etwas romantischen Naturbegriff. Natürlich können wir es in Grenzen machen. Also wir wollen das Natürliche ungespritzt haben, aber wir können die ganze Bevölkerung ja gar nicht versorgen mit so schönen Produkten. Ja. Irgendwie da einen Weg zu finden, ist ein großes Dilemma. Man müsste die Felder, die ganzen Tiere, für die Tiere gibt es ja am meisten, wird am meisten angebaut, gerade Soja und diesen Produkten. Und wenn da natürlich Essen für Menschen gepflanzt werden würde, wäre der Platz schon da. Aber wenn wir natürlich unsere Tiere damit mästen, ist... Das ist richtig. Man kann sehr, 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 sehr vieles ändern. Aber ich glaube, wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass wir halt so explodiert sind, menschenmäßig auf diesem Planeten und auch von unseren Ansprüchen her, dass wir, wenn wir nicht das Risiko eingehen wollen, viele von diesen Menschen halt noch mehr sterben zu lassen als bisher, dann brauchen wir leider Produktionsweisen, die ungesund sind, auch. Das ist ein großes Drama. Ja, das mag für den Einzelnen wie uns, die wir besser gestellt sind, möglich sein. In großem Maße ist es ein großes Drama. Ja, das ist das große Bild, was sich danach malt. Ich lese auch gerade das Buch von Klaus Letzmann und Dr. Petra Bracht. Und das ist ja auch sehr interessant. Also die Forschung, die Herr Dr. Lexmann macht in diese Richtung. Und genau, da stehen wir auf jeden Fall noch vor Herausforderungen, aber die zu bewältigen sind, gehe ich mal davon aus. Ja, und Sie und Ihre Kinder mehr als ich sozusagen, das ist eine Frage, die die nächsten Generationen ganz anders betrifft. Genau. Ja.
Ja, Herr Dr. Milz, wirklich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für dieses Gespräch und unseren Austausch. Ich fand es mega bereichernd, so diese Sicht eines Arztes zu hören und mit Ihrer Sinnhaftigkeit, wie Sie mich da durch dieses Buch geführt haben. Das war einfach sehr wunderbar. Ja, Super. herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es hilft Ihrer Sache, die ich ganz spannend finde. Ja, ich möchte auch euch dieses Buch sehr ans Herzen legen. Es heißt Der eigensinnige Mensch, Körper, Leib und Seele im Wandel. Und ja, wenn ihr mehr solche Gespräche mitverfolgen wollt zwischen mir, verschiedenen Spezialisten und Ärzten, aber auch anderen chronisch Erkrankten, dann abonniert gerne den Kanal, gebt uns für dieses Video ein Like und kommentiert, wenn ihr Fragen habt oder Inspirationen. Bis zum nächsten Video.